Greifswald TV. Besser lokal informiert. Seit dem 11. Dezember 2011 gilt in Greifswald ein neuer Fahrplan mit 3 Buslinien. Eine Schnellbuslinie mit 15-minütiger und 2 Nebenlinien mit 30-minütiger Taktung ersetzen die bisherigen 7 Buslinien. Laut den Stadtwerken sei das neue Liniennetz einfacher und für den Fahrgast bequemer, da Umsteigerelationen weitgehend berücksichtigt werden. Zudem fahren die Busse in kürzeren Taktabständen. Das heißt, sie fahren dementsprechend auch häufiger. Jetzt zum Anfang ist noch ungewohnt, ne? Was ist da ungewohnt? Na, die ganzen Zeiten und die Linien, dass das jetzt alles umgestellt ist. Naja, und man muss halt immer auf die Pläne raufgucken, wo nun welcher hinfährt. Mich stört das, dass der Bus jetzt länger braucht von Wiek nach in die Innenstadt. Aber ich glaube, dafür fährt er ja auch öfter, ne? Ja, dafür fährt er öfter, frequenter und auch länger später noch, auch am Sonntag. Und ich fahre immer nur mit der Linie 2, weil ich in Ladebo wohne. Und ich finde das ziemlich gut eigentlich, bis darauf, dass er jetzt immer im Ostseeviertel längs fährt. Die fahren alle bei mir direkt vor der Haustür vorbei, alle 3 Linien. Von daher kann ich mich nicht beklagen. Also ich habe jedes Mal die Möglichkeit, irgendwo einzusteigen und komme überall hin. Also ich meine, die Strecke, die ich immer fahren muss, ist jetzt besser als davor. Aber weil die Busse öfter fahren, also nicht mehr stündlich, sondern halbstündlich, glaube ich. Das ist übersichtlicher, weil vorher waren ja 7 und jetzt sieht man besser durch. Es war ein bisschen ungewohnt zum Anfang, aber im Großen und Ganzen besser. Das kann jetzt mal so bleiben hier, ne? Besonders wichtig für das neue Liniennetz ist die Linie 2. Diese verkehrt von Wiek über die Innenstadt nach Schönwalde und wieder zurück. Und das im 15-Minuten-Takt. Diese Schnellbuslinie wird durch die beiden Zubringerlinien 1 und 3, die jeweils halbstündig fahren, vervollständigt. Die Linie 1 befährt vom Südbahnhof aus die Vettenvorstadt, die Stadtrandsiedlung und die Innenstadt. Die Linie 3 hingegen fährt von den Galgenkampfwiesen aus durch die Innenstadt in Richtung Südbahnhof. Von dort zum Elisenpark, über Schönwalde ins Ostseeviertel und schließlich nach Wiek. Ich habe im Internet nachgeguckt, den einen Tag, weil ich mit dem Bus fahren wollte. Und irgendwie stand auf der Linie 2 irgendwie nur bis 14 Uhr irgendwas im Internet und danach gar nichts mehr. Und das hat mich ein bisschen verwirrt. Also ich fand es davor besser. Das sind auch nicht so große Touren, ne, vorher gewesen. Und jetzt, ich finde es verwirrend. Es ist absoluter Mist. Ich komme jeden Morgen unpünktlich zur Schule. Ich schaffe meine Anschlussbusse hier nicht mehr. Ich würde das Alte wieder einführen. Ich fand es ganz gut. Also es war echt praktisch. Ich meine, praktisch ist natürlich, dass es schon jetzt alle Viertelstunde fahren. Aber das davor war irgendwie einfacher. Vielleicht zu Studententarife. Wobei, ich finde, die 1,70 ist jetzt auch nicht so die Welt. Also das geht noch. Dass man Fahrräder mitnehmen kann im Bus. Wirklich. Das ist wirklich ein Anliegen. Das ist mir sehr wichtig, weil wenn man dann mal mit dem Bus in die Stadt fahren muss und dann das Fahrrad aber später braucht, dann ist es gerade, wenn man in Ladebo drüben wohnt, ganz schön wichtig, dass man es auch mitnehmen kann. Das ist verboten, ich weiß nicht warum, aber das könnte man ja mal aufheben, das Verbot. Im Frühjahr wolle man sich in der Bürgerschaftssitzung erneut beraten, um die eventuell bis dahin aufgetretenen Mängel des Liniennetzes auszumerzen.